Willkommen zurück zur Semmeringbahn. Wir sind heute ein weiteres Mal unterwegs auf der Strecke, diesmal allerdings im Güterverkehr zwischen Wiener Neustadt und Glocknitz in Doppeltraktion 1116, pardon, nicht 116, sondern 1116. Der ÖBB, hinten dran ein Intermodalzug mit Güterwagen der Chili Cargo. Diesen Schimmswagen. Und noch weiteren. Genau. Ich würde sagen, wir steigen einfach mal ein. Diesmal jetzt im Schnee, damit wir uns das Ganze auch mal im Schnee angucken. Frühmorgendliche Stimmung, weil es nach wie vor wunderschön ist. Und mittlere Zugart ist aktiviert. Hervorragend. Zugsammelschiene aus. So, dann gehen wir einmal hier in die Funktionen rein und aktivieren die E-Bremserhöhung auch noch dazu. Dann direkte Bremse ist schon gelöst. Federspeicherbremse können wir auch lösen. Einmal hier drauf gedrückt. Dann einmal noch die Spitzensignale eingestellt und der Rest ist dann soweit so passend. Ja, wobei, nee, gar nicht, die Bremsausfall. Ich würde sagen, P oder G. Gehen wir in G. Wobei P vielleicht auch sogar in Ordnung gewesen wäre. Aber wir bleiben bei G. Na gut, wir lösen die Bremsen. Und fahren mal ohne die AFB an. Ich würde sagen, ja, doch, wir fahren los. Erstmal natürlich nur ganz langsam angefahren mit sehr wenig Zugkraft, dass wir den Zug ein bisschen oder die Kupplung ein bisschen strecken. Gerade bei dem Schnee können wir auch noch ein bisschen sanden. Ein bisschen mehr Leistung müssen wir wohl doch dazugeben. Jawohl. Sehr schön. Und jetzt können wir ein bisschen mehr Leistung dazugeben, da der ganze Zugverband ja schon rollt. Hinten dran die Zugschlusstafeln. Super. Ausfahrt mit 25, da wir ja erstmal nur, da wir noch keine Zugfahrt sind, sondern ja aktuell nur eine Verschubfahrt. Sobald wir dann am Hauptsignal vorbei sind, können wir dann ein bisschen schneller fahren. Oh, das sieht aber cool aus, ne? Hier mit diesen zwei Gleisen in der Mitte und dass aber rechts und links dann der ganze Bereich vollgestellt ist. Herrlich. Ich freue mich schon sehr darauf, wenn dann wirklich die ein oder anderen richtig guten Repaints auch noch dann vorhanden sind im Creators Club und die dann auch noch zufällig dann im Fahrplan dann eben sichtbar sind. Das wird richtig gut. Huch, haben noch gar kein Licht an. Müssen nämlich den noch anmachen.
Einmal kurz geguckt, was sonst noch hier so steht, ob es da irgendwas Interessantes gibt noch. Ja, ne, die gängigen Güterwagentypen. So, gut, fahren wir jetzt mal 40. Und aktivieren die AFB. Auf jeden Fall neue Sounds hier vom Fahr- und Bremshebel und von. Ja, wobei vom Fahr- und Bremshebel nicht, aber vom AFB-Hebel auf jeden Fall. Ja, wobei der Fahrschalter hat, glaube ich, auch neue Sounds. Und hier die Bedienelemente haben auch neue Sounds. Die klingen auch sehr, sehr gut. Wir sind heute nicht lang unterwegs, ne? Bis Glocknitz ist es nicht allzu weit. 24 Kilometer. Und jetzt biegen wir auf die Hauptstrecke ein. Oder fahren drauf. Durch die mittlere Zugart limitiert sind wir heute auf 120 km/h limitiert, VMAX. Und das ist praktisch die Hauptstrecke. Einmal hier aus dem Fenster geguckt, dass auch da keiner kommt, dass wir einscheren können. Nein, natürlich wird da keiner kommen. So, wenn wir den weichen Bereich verlassen haben, dann können wir auch schneller fahren. Aber ihr seht, der letzte Wagen ist noch nicht hinterm weichen Bereich. Okay, einmal den Fahrschalter auf 0 gesetzt, die AFB einmal hoch auf die 100. Und jawohl, wir können Leistung aufschalten und jetzt mal auf Geschwindigkeit kommen. Jetzt auch hier mal wirklich bei diesen winterlichen Bedingungen ein paar Minütchen unterwegs. Und im Güterverkehr, das wollte ich euch heute auch nicht vorenthalten. Zum Release der Semmeringbahn. Aber ich weiß nicht genau, ob ich dieses Video hier, ob das an dem Tag kommt, praktisch noch vor Release der Semmeringbahn oder vielleicht an dem Tag des Release, das überlege ich mir dann nochmal. Aber ja. Ich konnte jetzt natürlich noch nicht auf eure Kommentare eingehen zum ersten Video zur Semmeringbahn, weil das Ganze hier vorab aufgenommen ist. Aber wenn wir dann irgendwann zur Semmeringbahn wieder zurückkehren, und das werden wir sicherlich auch in Bälde tun, vermutlich in den nächsten 1 bis 2 Wochen dann nochmal, dann werde ich da selbstverständlich auch auf euer Feedback eingehen und ja, auch gucken, was es bis dahin für Neuerungen gibt, wenn es irgendwelche Mods gibt, Repaint-Packs, vielleicht schon sogar Fahrplan-Mods, irgendetwas, irgendwelche Repaint-Mods. Wird das natürlich alles vorgestellt. Und auch so Repaints aus dem Creators Club. Wenn es da doch die ein oder anderen schönen Repaints gibt, die man sich da zusammensuchen kann, dann werden die auch vorgestellt. So wie beim Vectron haben wir das ja auch schon mal gemacht und bei der Baureihe 111. Einfach mal zu zeigen, was so die Community so drauf hat. Und dass der Livery Designer durchaus mehr zu bieten hat als einfach nur, ich zitiere,
mal jetzt jemanden, den ich nicht weiter nennen möchte, dass das ist mehr als nur mal nach Zahlen ist im Livery Designer, sondern wenn man sich Mühe gibt und viel Zeit investiert, dann kann das wirklich sehr, sehr schön werden im Livery Designer. Wir können uns auch natürlich hier hinsetzen. Das geht auch. Das wäre mal eine interessante Mitfahrt, oder? Dass man mal vielleicht einmal hier so sitzt und die KI fahren lässt und wir selbst sitzen hier in diesem Beimann-Sitz. Wäre auf jeden Fall irgendwie mal was Neues. Eine etwas andere Perspektive. Aber wir bleiben heute hier auf diesem Sitz, denn es gibt niemanden, der uns heute fährt. Das müssen wir schon selbst machen. Dementsprechend sollten wir auch idealerweise am Steuer bleiben. Ja, das Video hier heute aufgenommen auf einem Vorabbild. Aber ich glaube, das ist mittlerweile klar. Interessant auf jeden Fall, dieses Geklapper, das wir hier so nebenbei im Führerstand noch hören. So als würde halt ein echter Mensch hier drin sitzen, ne? Der sich so ein bisschen auf dem Stuhl bewegt. Und ja, irgendein Schalter ist vielleicht, rastet vielleicht nicht so gut ein und klappert dann so ein bisschen. Oder irgendwas von der Tasche, der Verschluss oder sowas, der Reißverschluss. Irgendwas wackelt da so ein ganz kleines bisschen und das ist vollkommen fein. Mir gefällt die Vegetation auf jeden Fall sehr hier in dem Schnee. Auch wie die Gleise hier schön zugedeckt sind. Sieht schon ganz passend aus. Übrigens God Mode am Start, vielen Dank. Großes Shoutout an meinen guten Freund, den Fubian, der ja, die Kompatibilität der Mod äußerst schnell bereitstellen kann. Also vielen, vielen Dank. Und wir können auch vielleicht mal eins der Dinge machen, die ich ganz gerne mache. Nämlich den Nebel runterstellen. Und zwar hier die Start Distance auf ganz hoch stellen, denn ich hätte gerne tatsächlich einen nebelfreien Blick heute. Wir nehmen die Leistung zurück. Da wir jetzt gleich den Hauptschalter rausnehmen müssen, können wir schon mal uns bereit machen für. Hier ist die Ankündigung. Hauptschalter ist draußen bei beiden Lokomotiven. Wir sehen es hier. Jetzt können wir den Hauptschalter wieder einschalten, natürlich, wenn alle Verbraucher dran vorbei sind, dran vorbeigefahren sind. Das heißt also, wir müssen natürlich auch warten, bis die hintere Lok dran vorbeigefahren ist. Da sie aber direkt hinten dran hängt, ist das kein Problem. Anders wäre es im Schubdienst, da müsste man ein bisschen mehr drauf achten. Sind auch ordentlich langsamer geworden in dieser Zeit.
So, die 100 Karma sind wieder erreicht. Und wir könnten vielleicht an dieser Stelle einmal, oh ja, mit dem Pantografen sogar, mal ein Foto machen. Dann haben wir auch das für heute schon mal erledigt. Praktisch das obligatorische Foto. Die Schärfentiefe ein bisschen runtergestellt. Den Schwerpunkt gesetzt auf, ja, hier vorne. So. Einmal von der Seite. So. Und einmal, weil wir es können, den Pantografen hier vorne mal. Weil ich das tatsächlich noch nie geschafft habe, zu fotografieren. Genau in dem Moment, wo. Im Moment, die Schärfentiefe wollte ich nicht so, sondern den Schwerpunkt wollte ich umstellen. Na? Okay, dann klappt es nicht. Na egal. Lassen wir es. Konzentrieren wir uns auf Fahren. Sehr, sehr toll. Eine wirklich unfassbar schöne Strecke. Sie gefällt mir sehr. Ich kann sie absolut empfehlen. Ich bin dann nach wie vor der Meinung, das, was ich auch schon im letzten Video gesagt habe, die Strecke ist wundervoll. Das Rollmaterial an sich ist auch eigentlich gut. Also der Taurus ist echt schön, gerade hier mit den MFDs zu fahren. Letdowner ist halt, dass so ein bisschen das ganze Rollmaterial, ja, so ein bisschen wiederverwertet alles wirkt, nur so ein bisschen äußerlich aufgepäppelt, aber sonst halt eher tendenziell wiederverwertet. Das ist das Einzige, was so, ja, was so ein kleiner Dorn im Auge ist. Aber es macht trotzdem unfassbar viel Spaß, den Taurus zu fahren und ehrlicherweise macht es noch viel mehr Spaß als die Baureihe 182 mit den MFDs, einfach weil. Ja, mit den anderen, mit den MFAs, einfach weil die analogen Anzeigen jetzt dann doch. Ja, also man ist sie schon sehr stark gewöhnt. Die Baureihe 182 ist ja eigentlich, wenn wir jetzt von dieser Rapid Transit Variante ausgehen, die älteste oder einer der ältesten Loks, die wir überhaupt im Spiel haben. Und dementsprechend finde ich es ziemlich cool, dass wir eigentlich hier mal so eine komplett neue Version hier mal von der Lok haben. Eine, die auch wirklich heutige Standards definitiv dann auch erfüllt. Und da kann man auf jeden Fall sagen, dass das ist dann vollkommen fein. Auch schön, wenn man so reinzoomt. Wir sehen die Zickzack-Oberleitung. Ne? Ja, allzu weit haben wir es schon gar nicht mehr. Wie gesagt, das ist heute eher nur so kurz. Nur noch 7 Kilometer.
Und wir dürfen dann ab ja, gleich irgendwann da sehen wir es, die 15. Ab da dürfen wir dann 150 fahren, theoretisch. Mit unserem Güterzug fahren wir aber nur 120. Wir können auch den Roadrunner dafür benutzen, um auch zu analysieren, wann unser Zug vorbei an der Tafel gefahren ist. An der Tafel vorbeigefahren ist, um mal korrekten deutschen Satzbau zu verwenden. Das ist auch schon jetzt der Fall. Ihr habt das Tut-Tut gehört. Wir können dementsprechend die AFB auf 120 einstellen. Der Fahrschalter ist bereits aktiviert. Das heißt also, wir müssen gar nichts mehr weitermachen. Können getrost auf die 120 hochbeschleunigen und weiterhin diese wundervolle Szenerie genießen, zu der man einfach nur sagen kann, dass es einfach schön ist. Einfach schön. Ich denke mal, wir werden auch in naher Zukunft mit einem halseigenen Signal dann rechnen. Oh, ah, oh, wir dürfen nur 100 fahren. Okay. Ja, Semmeringbahn ist draußen. Stellt sich nun die Frage, so ein bisschen, was jetzt? Wir haben die Baureihe 218 von TSG, die in Bälde kommt. Wir haben die Baureihe 101 und den Intercity Steuerwagen, der in etwas weiter entfernter Zukunft kommt. Wir haben eine deutsche Lok von Simtrak. Doch ja, Simtrak heißt das Studio. Ich vergesse das immer wieder. Eine deutsche Lok, von der wir bisher noch nicht wissen, welche sie ist. Und wir haben vermutlich eine weitere deutsche Strecke von DTG, die uns dann bald irgendwann erwartet in einem Zeitraum von ja, 2 bis 5 Monaten irgendwann so. Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. Achso, okay, das hat zeigt nur 100 an. Aber wir müssen nur 2 Kilometern anhalten. Okay, bin auf jeden Fall gespannt. Dann sind wir auch schon da. Hier gelten 100 und halt zu erwarten. Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. So, und in 1,3 Kilometern erwartet uns das haltzeigende Signal. Dann haben wir noch ein ganzes Stück zu fahren. Ich würde sogar sagen, wir schalten noch ein bisschen Leistung auf, einfach weil es bergauf geht. Okay, es geht jetzt hier auf die Abstellgleise. Dann würde ich sagen, nehmen wir noch die E-Bremse voll rein. Ja. Türfreigabe. Nein. So, der Zug ist auch gleich drüber. Und wir sollen aber vor dem Signal anhalten. Machen wir natürlich auch.
schön auf jeden Fall, dieser eine tschechische Wagen hier. Das Signal bestätigen, ganz wichtig. Ja, wobei, nur wenn es eigentlich gelb umrandet ist, genau, dann müssen wir es, sonst müssen wir es nämlich bestätigen. Und wir halten an. E-Bremse 100% rein. Und Führerbremsventil rein. Und angehalten. Oh nein, der TSV will, dass wir noch ein paar Meter weiterfahren. Ah, das sowas mag ich gar nicht. Also gerade wenn wir mit einem Güterzug angehalten haben. Aber dann machen wir es natürlich, wenn es der Simulator will. Dann will es der Simulator. Und jetzt können wir anhalten. Hervorragend. Dann bedanke ich mich. Ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Im TSW. Bis dann wünsche ich euch alles Gute und alles Liebe. Macht's gut. Ciao, ciao.